Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Gothic 3. Und heute wipen wir die kleine Stadt Khabdun aus. Und, oh, Schutz vor Klingen. Tatsächlich hier deutlich besser, obwohl ich hier weniger Schutz vor Klingen habe als hier. Das ist, werden die Werte doppelt genommen? Ich habe aktuell... Das ergibt gar keinen Sinn. Hier steht Schutz vor Eis, Feuer und Energie plus 40. Also müsste es jetzt ja 60 sein insgesamt, wenn ich die jetzt anlege. Aber es ist einfach 100. Okay, I don't get it. Ich habe keine Ahnung. Anyway, Forza ist fertig runtergeladen, beziehungsweise Gothic 3 ist fertig runtergeladen. Und wir werden heute auf jeden Fall... ja, eine kleine Revolution starten in Khabdun. Ich habe übrigens mal nachgeguckt wegen dem Klingenstab-Thema. Wegen dem Stab-Thema, Entschuldigung. Ich habe ja nochmal gucken wollen, wo ich denn Stabkampf Stufe 3 lernen kann. Und das ist mir eine bizarre Frechheit, denn es gibt... Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich zu wecken, Mora. Es gibt wohl nur zwei Lehrer in der Stadt. Nach dem ersten großen Krieg herrschten die Orks im Reiche Myrtana. Und die Menschen waren ihre Sklaven. Aber die Kämpfer... waren ihre Gladiatoren. Cool. Tatsächlich ist es halt so, dass... dass es nur zwei Lehrer gibt in der Welt von Gothic 3, die Stabkampf Stufe 3 lernen können. Und das sind zwei Nomaden. Also einmal Shakior, der Löwe. Und einmal so ein Rebell, der bei der Küste, da bei Bakarash rumhängt, der auch Rebell bzw. Nomade ist. Und beide habe ich schon getötet. Also das kann ich mir also schenken. Naja. Aber ist nicht so schlimm. Da gibt es deutlich Schlimmeres. Lass mich in Ruhe. Zeig. Bevor ich jetzt hier die Revolution starte, check ich nochmal ab, ob ich hier irgendwo nochmal handeln kann. Ach, guck mal, ein Händler. Zeig. Der mir aber nichts verkaufen kann. Schade. Ich mache erstmal Pause. Zeig mir. Ach, mit dem kann ich auch handeln, aber der hat nichts, was ich brauchen kann. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, nämlich diese Revolution habe ich jetzt zu erledigen. Die führen wir jetzt durch. Ich gehe jetzt hoch zum Wenzel, bringe ihm sein Schwert und dann kann die Revolution beginnen. Bei Nacht und Nebel, sozusagen. So eine Revolution bei Nacht, die kommt anders gefährlich. Geht er jetzt rein, ja? Das gibt doch nur zu schwer. Ah, okay, ich verstehe. Dann halt jetzt. Mann. Oh nein, nicht schon wieder, bitte. Du bist gar kein Ork. Wie bist du hier reingekommen? Durch die Tür. Wer bist du? Mein Name ist Wenzel. Ich bin Paladin und komme aus Montera. Habe dort gegen die Orks gekämpft. Ich habe deinen Kelch gerettet. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Der Kelch muss zu den Feuermagiern. Es ist ein Feuerkelch. Sehr selten und äußerst wertvoll. Mehr weiß ich leider auch nicht über das Ding. Warum bist du Gefangener und kein Sklave? Einer ihrer Sklavenjäger hat mich hierher verschleppt und mich an die Orks verkauft. Seitdem kommen die Orks jeden Tag zu mir und verhören mich. Ich soll ihnen verraten, wo sich das Rebellenlager Redok befindet. Mir fällt gerade so ein, wenn ich jetzt hier schon einen auf... Königstreu machen und so, muss ich schon mit der Feuermagierrobe kämpfen. Was ist in Montera passiert? Eines Morgens, kurz bevor die Sonne aufging, hatten die Orks die Stadt umstellt. Das war dann das Aus. Fast die Hälfte von uns fanden den Tod. Alle anderen wurden versklavt. Was weißt du über Redok? Redok ist hier an der Küste der einzige Zufluchtsort für uns Rebellen. Ich werde eher sterben, als jemanden zu verraten, wo sich meine Brüder versteckt halten. Wo gibt es noch Rebellen außer in Redok? Sie sind überall. Im ganzen Land gibt es Gruppen, die sich den Orks entgegenstellen. Sie verstecken sich im Wald, in Höhlen oder in den Klippen. Die Orks werden sie niemals alle finden. Wir werden erst drohen, wenn unser Königreich wieder frei ist. Okay, das speichern wir kurz. Lass uns die Stadt auseinandernehmen. Es gab schon viele, die das mit mir wollten. Und? Du bist der Erste, dem ich das auch zutraue. Aber wir beide alleine, das wird trotzdem verdammt schwer. Überleg dir das gut. Wir brauchen keine Unterstützung. Lass uns jetzt kämpfen. In Innos Namen, dann folge mir. Ich werde kämpfen bis in den Tod.
nur ein bisschen den Schuss genommen. Ich werde dich zerschmettern. Der ist natürlich jetzt ungünstig gewesen. Der Arme. Jetzt bist du dran! Das war aber knapp, du. Ja, okay, looten können wir später noch. Urkrass, hatte ich noch eine persönliche Rechnung offen. Jetzt wirst du was erleben! Deckhart! Ein Paladin und ein Magier des Feuers. Leute, es gibt einen Kampf! Wow. Hängt einfach an dem Gamal vorbei. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Und Serok und der Händler helfen nicht mit. Aber Phil könnte mithelfen. Guck mal, da ist Uruk. Nein! Hä, das war's schon? Irgendwie habe ich da jetzt mehr erwartet. Das war jetzt natürlich ein bisschen, ja, ernüchternd, kann man sagen. Wo ist denn der Phil? Hat er nicht mitgekämpft? Er brat mir einen Storch, wenn er, der hat eiskalt nicht mitgekämpft, der Hund. Das war ein voller Erfolg. Kapdun ist befreit. Danke, Fremder. Ich werde dich in meine Gebete einschließen. Nimm dies. Es soll dir auf deinen weiteren Wegen helfen. Das ist durchaus unterwältigend jetzt gewesen, muss ich gestehen. Ich habe das irgendwie heftiger in Erinnerung. Aber gut, kann ja doch einfach sein, dass ich jetzt da deutlich besser bin. Diese verfluchten Orks! Kapdun ist nun frei und du bist es auch. Ich danke dir. Ohne deine Hilfe hätten sie mich sicher noch getötet. Ich werde hier weiter den Widerstand aufbauen. Jede zurückeroberte Stadt wird dem König den Rücken stärken. Und noch eins. Falls du mal nach Montera kommst, such dort nach einer Wolfshöhle südlich der Stadt. Dort wirst du ein Schwert finden. Es hat mich nie im Stich gelassen. Ich habe es dort versteckt, bevor Gamal mich gefangen hat. Wenn du es mir wiederbringst, wird es nicht dein Schaden sein. Ich habe dein Schwert. Echt? Lass sehen. Ich danke dir, Freund. Lass mich deinen Dienst belohnen. Dankeschön. So, dann können wir jetzt hier nochmal ein bisschen plündern. Zumindest Uruk haben wir töten können. Ich glaube, der eine Esil, der ist geflohen und der eine Ork-Söldner, der vorne stand. Aber gut. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir machen mal ein bisschen, bringen etwas Licht ins Dunkel. Obwohl ich sagen muss, diese leichte abendliche Atmosphäre mit dem leichten Fackelschein finde ich schon ganz hübsch. So, das nehmen wir hier alles mit. Wird sich jetzt schön bereichert hier. Die meisten Leichen liegen tatsächlich hier drin. So. Okay. Gut. Man kann den Turm eigentlich zumachen und niederbrennen. Ach, hier wäre auch noch eine Kelle gewesen. Hübsch. Okay. Gut. Dann können wir jetzt eigentlich... Oh, shit. Das hat ja kaum Schaden gemacht. Dann können wir jetzt eigentlich... Pass auf dich auf. Hier nochmal kurz reingucken. Ich glaube, hier ist noch was zu holen, genau. Und... du noch was zu sagen? Nö. Hier ist das auch alles völlig egal gewesen. Ich weiß jetzt halt gar nicht, ob die Rebellen mitgekämpft haben, ehrlich gesagt. Ich habe gar keine Ahnung. Ist hier noch irgendeine Kiste, die ich mir noch nicht geholt habe? Da ist nichts zu holen. Nee, hatte ich geholt, okay. Pass auf, dann pennen wir jetzt nochmal kurz hier bis zum nächsten Morgen. Geh nochmal kurz zum Jäger Jens. Wobei ich glaube, dem habe ich schon alles verkauft, was ich verkaufen konnte. Und dann müssen wir Javier nochmal kurz Bescheid sagen. Aber dann wären wir hier in der Region dann auch schon durch. Ja, was wäre denn dann so unser nächstes Kriegsziel? Ich schätze mal, Montera wäre dann so das nächste wahrscheinlich, was ich angehen würde. Zeig mir deine Ware. Du hast da bestimmt auch eine Spitzhacke irgendwann von mir gekriegt, oder?
Tatsächlich nicht. Und auch kein Hammer. Krass. War mir so sicher. So, wie gesagt, Bisonfelle behalte ich mal alle. Okay. Ja, dann eigentlich wäre wirklich Monterra eigentlich unser nächstes Ziel. Hm? Da ist noch die Geschichte mit dem Viehhof. Wo kann man Peer finden, dass die Quest noch offen ist, verstehe ich halt gar nicht. Ach so, dann muss ich dem Peer noch das Gold zurückgeben. Ah, das ist natürlich eine interessante Geschichte. Komm, das machen wir mal. Gehen wir mal nach Trelis und bringen dem Peer mal das Gold zurück. Ich hätte jetzt auch genug Lernpunkte, um nochmal den Feuerregen zu lernen. Das können wir jetzt eigentlich auch nochmal machen. Bin ich ehrlich mit euch. Hui. Das können wir nochmal machen in Vanguard, bevor... Oh nein. Oh Gott, please no. Verdammt. Ja, okay, das cutte ich mal kurz raus. Ah, so ein Scheiß. Okay, ich habe einen witzigen Glitch gefunden. Ich glaube, ich bewege mich jetzt ab sofort nur noch so hier durch die Welt. Das finde ich eigentlich ganz angemessen. Ich levitiere. Ich kann levitieren. Das Problem ist nur, ich kann nichts mehr aufheben in diesem Zustand. Ah, jetzt darf ich wieder. Okay, cool, danke. Hatte jetzt kurz überlegt, neu zu starten, aber ja. Tja, Stabkampf 3 werde ich dann wohl nicht mehr lernen. Naja, was soll's. War ich ein bisschen zu voreilig beim Töten der Nomaden. Ja, hätte ich nicht tun sollen. Egal. Jetzt quatsche ich da mal kurz mit dem Peer und dann... Ja, vielleicht können wir auch eigentlich Trelis jetzt als nächstes erstmal auseinandernehmen, bevor wir Monterra machen. Zeig. Du irgendwas, was ich brauchen kann? Hast du nochmal Hämmer oder Spitzhacken oder so? Nee. Muss jetzt echt jeden Händler abklappern, den ich da irgendwie finden kann in der Hinsicht. Du hast also den Bauern Farmon ausgenommen. Habe ich das? Nun, daran wird er nicht zugrunde gehen. Du bist ja ein ganz Gewissenloser. Das gefällt mir. Ich bringe dir das Gold von Gelfort. Was? Wirklich? Ich dachte schon, ich würde es nie wieder sehen. Ich danke dir. Komm mal wieder runter. Es sind nur ein paar Goldstücke. Nur Goldstücke? Mein Gold ist der Schlüssel zu einem besseren Leben. Wie zum Beispiel scheiße Schaufeln. Soll ich durch Trelis laufen und nach jedem Beutel greifen? Ich warte hier auf was ganz Großes. Na, wenn du das sagst. Zeig mir deine Ware. Hat er noch irgendwas Spannendes? Nö. Okay, aber wir müssen jetzt eh nochmal kurz nach Redok und kurz Bescheid geben. Dem Javier und dem Gelfort. Dann teleportiere ich mich kurz nach Vanguard. Was sagen wir es da denn? Dann teleportiere ich mich kurz nach Vanguard, lerne den Feuerregen und dann geht's weiter. Wow, ich kann es ihm nicht sagen. Egal, die Quest ist ja abgeschlossen, also spielt das jetzt auch keine Rolle mehr. Auch egal. So, ich wette mit euch, einen Sturz von hier würde ich überleben. Hö, was ist denn hier los? Herr Orks greift mal an. Nein, der Schmied ist tot. Dem hast du es gezeigt. Ich muss ganz vorsichtig sein. Das ist halt... leider... Cliff tot, naja. Er hätte noch eine Säge gehabt. Er hat leider keinen normalen Hammer mehr. Sehr schade. Das geht das doch nicht. Seid ihr so unfähig? Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Okay, wer sagt's denn? Geht doch! Umgebracht. Aber jetzt habe ich meine Hammer wenigstens. Ich habe alle Hämmer jetzt zusammen. Oh, das war ja ein Segen. Kapdun ist befreit. Das ist sehr gut, mein Freund. Dann gilt unsere Aufmerksamkeit ab sofort dem Wiederaufbau der Küstenregion. Hier hast du deinen Anteil. Wir müssen weiterkämpfen. Für den König. Die arme Frau, ey, die hat auch einiges durchgemacht jetzt. Hat er Gelfort nicht vorgeschlagen, Faring anzugreifen? Doch hat er. Aber das muss warten. Erst einmal müssen wir hier alles wieder aufbauen und für die Menschen ein geregeltes Leben schaffen. Danach können wir anfangen, dieses Gebiet als Basis für weitere Kämpfe zu nutzen und uns auf Faring und andere Städte konzentrieren. Okay. Ich kann nicht mehr. Nee, das glaube ich dir, dass du nicht mehr kannst.
Wenn ich 5 Pfeile in mir drin stecken hätte, könnte ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja. Die Frau, da liegt da jetzt auf der Bank, so als ob das total entspannt normal wäre. So, okay, wir haben jetzt also alle Hämmer, das ist gut. Jetzt brauche ich nur noch eine Spitzhacke. Eine einzige Spitzhacke brauche ich jetzt nur noch und dann hätten wir alles. Oder? Meine schon. Mal ganz kurz, dass ich hier ein bisschen Kleinkram los... Ja, 19 Spitzhacken haben wir. Natürlich bitter. Dass es jetzt noch an einer Spitzhacke scheitert im Moment. Muss sie irgendwie noch herkriegen. Irgendwo muss ich jetzt noch eine Spitzhacke herkriegen, bevor ich jetzt nach Vanguard gehe, um alles abzugeben. Dann will ich das jetzt in einem Aufwasch machen. Wo kriege ich denn jetzt noch eine verfluchte Spitzhacke her? Ja klar, aus Geldern. Huh! Was macht ihr denn hier? Interessant. Ja, es ist so, wie ich am Anfang gesagt hatte, ne? Hier diese Höhlen können ja auch super als Eingang für einen Angriff genutzt werden. Ist sogar noch sicherer, ehrlich gesagt, als von oben anzugreifen. Vielleicht sind die deswegen hier, weil ich eben die Stadt zerlegt habe. Kann das sein? Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Kann das sein? Es wäre nicht unmöglich. Das sind bestimmt noch Kisten, die ich noch nicht geplündert hatte. Weil ich die am Anfang noch nicht plündern konnte. Ja, wusste ich doch. Gut, dass ich nochmal hier bin. Gut, dass ich nochmal hier bin. Ich geh jetzt nochmal hier hoch und guck mir den letzten Schacht jetzt nochmal kurz an. Dann gehen wir nochmal kurz nach Geldern, verprügeln einen von den Sklaven und holen uns eine Spitzhacke. Geflohener Mörder. Okay. Wen hast du denn umgebracht? Ach, du wagst es, mich zu schlagen? Hat relativ viel Leben, der Kollege. Ist ein kleiner Bossgegner, kann man sagen. Können wir den Gang hier nochmal... Der ist sogar neutral mir gegenüber. Tja, tut mir leid, Kollege. Das würde ich jetzt aber auch nicht retten. Der Kampf wird nicht lange dauern. Er sollte wahrscheinlich feindlich sein. Ja, aber so Kleinigkeit, solche kleinen Angriffstrupps hier und so, finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Belebt die Spielwelt noch weiter und macht sie ein bisschen dynamischer. Also das finde ich ganz cool. Okay, dann gehe ich jetzt mal ganz kurz nach Geldern. Hol mir von so einem Sklaven noch schnell eine Spitzhacke. Und dann kann ich noch mal kurz nach Vanguard einkehren. Du musst weiter. Nee, du warst kein Händler mehr. Die Sklaven finden mich alle total toll. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, was ich für die getan habe. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Ja, das denke ich mir auch. So, einer, der hier eine Spitzhacke schwingt. Du hier. Hey! Tut mir leid, ich brauche deine Spitzhacke. Da ist nichts zu holen. So, okay, ab nach Vanguard. Nicht bekannt, wo man rauskommt, der Thronsaal. Thronsaal klingt gut. Gesundheit. Was willst du? Was willst du? So, erstmal will ich die Werkzeuge abgeben hier. Hier, 20 Spitzhacken. Sehr gut. Ich danke dir. Hier hast du 10 Hämmer. Danke. Das wird uns weiterbringen. Du siehst nicht besonders glücklich aus. Sag sowas nicht. Von Innos verlassen, unter diesem immerblauen Himmel aus magischer Energie. Überall Orks und eine verschwindend geringe Chance auf Rettung. Könnte kaum besser sein. Ja, natürlich. Jetzt, wo du es sagst. Deine Situation könnte wirklich kaum besser sein. Jetzt sag schon, was ist los? Hat dir das Zeug, das ich dir gebracht habe, nicht geholfen? Doch, natürlich. Aber Hämmer und Sägen lindern keinen Schmerz, oder? Verstehe. Du baust einen Heidfunk? Nein, bei Innos. Meiner Frau geht es sehr schlecht. Seit Tagen plagt sie eine nie verheilende Wunde. Schau dort, das ist sie. So stolz. Ja, man merkt es. Sie ist unter Männern aufgewachsen. Die sieht gar nicht verletzt aus. Noch bevor die Orks Wingwörter Stund hatten, wurde sie von einer seltsamen Blutfliege gestochen. Tagelang litt sie unter einer unbeschreiblichen körperlichen Schwäche.
Dann konnte mir ein alter Alchemist zeigen, wie ich ihr ihre Kraft zurückgeben kann. Braucht sie vielleicht einen Heiltrank? Ach, wenn das alles wäre. Hm. Zwei Heiltränke? Du hast mir nicht zugehört, oder? Doch, natürlich habe ich dir zugehört. Und wahrscheinlich brauchst du irgendwas, was du hier nicht finden wirst. Oh ja, genau so ist es. Ich hätte damals auf sie hören sollen. Besorg bitte gleich die doppelte Menge, wer weiß, wann das wiederkommt. Hat sie gesagt und ich habe es abgewogen. Hör doch auf. Gut, sag mir, was du brauchst. Womit kann ich deiner Frau helfen? Schön, ich brauche 4 Pflanzen und einen Pilz. Etwas genauer bitte. Pflanzen kann ich dir viele bringen und Pilze wachsen hier bestimmt auch. Natürlich. Für die kraftbringende Essenz benötige ich 2 Mana-Pflanzen und 2 Heilpflanzen. Außerdem einen Dämonenpilz. Der Pilz dient mir dabei als Behälter und saugt gleichzeitig alles Unwichtige auf. 2 Mana und 2 Heilpflanzen sowie einen Dämonenpilz soll ich dir also bringen. Ja, genau. Hier hast du deinen Dämonenpilz. Ah, danke. Dann kann ich gleich den Stil abmachen und... Ich habe damit kein Problem. Vandorn, ich wollte dir auch die Pflanzen bringen. Pflanzen? Ach ja, die Pflanzen. Sind es auch 2 Mana und 3 Heilpflanzen? Natürlich, die wolltest du. Moment, 3 Heilpflanzen? Hab ich doch gesagt, 3 Mana und 4 Heilpflanzen. Vandorn. Ja? Ich bringe dir einfach 5 Mana und 5 Heilpflanzen, in Ordnung. Vandorn, hoffentlich reichen 5 Mana und 5 Heilpflanzen wirklich. So, du nimmst jetzt diese Pflanzen und machst dich an die Arbeit. Aber, das sind doch zu viele. Das ist so komisch geschrieben, ey. Hör bloß auf. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, das ist irgendwie echt seltsam. Das ist wirklich schrecklich, ja. So wie Vandorns Frau das im Hintergrund gerade gesagt hat. Also, ich werde definitiv nicht nochmal mit dieser Content-Mod spielen. Das ist echt ein seltsames Erlebnis, muss ich gestehen. Okay, dann jetzt Innos, hier. Innos, gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. Oh ja, einer der nicesten Zauber auf jeden Fall gelernt. Böses Vernichten können wir eigentlich hinterher machen gleich. Gewähre. Damit kann ich so Kreaturen Belias, also Untote und so, gut besiegen. Und ich glaube auch sogar Orks. Das gilt, glaube ich, sogar für Orks. Wenn ich mich nicht täusche. Ich muss das mal an Orks ausprobieren, aber ich meine, es geht auch an Orks. Warte. Ihr Böses vernichten. Innos Lichter strahlt und vernichtet die Diener Belias. Die Wirkung ist abhängig von der Stärke des Gegners und dem alten Wissen des Helden. Dürfte aber auch ordentlich Damage machen. Junge, guck dich das an, wie krass das einfach ist. Okay, cool. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Diese Quest ist jetzt auch abgehakt. Super. Gut. Ich check jetzt nochmal kurz in Gotha, ob ich da nochmal Gorn finde. Weil beim letzten Besuch dort habe ich den nun einfach nicht gefunden. Ich war jetzt nochmal eine Stippvisite dort. Wenn ich den da jetzt wieder nicht finde, dann... ja, dann was soll ich tun? Also... dann ist er halt nicht da. Wow, surprise. Dann kann ich die Kisten aber nicht abgeben und alles. Ach, da steht er jetzt. Beim letzten Mal stand er nicht hier. Der Überfall war erfolgreich. Roland hat mir gleich einen Teil der Beute gegeben. Verdammt gute Neuigkeiten. Hoffentlich hast du auch genug Werkzeug dabei. Wenn die Rebellen hier eintreffen, sollen sie gleich mit anpacken können. Hier, nimm erstmal dieses Zeug. Bekommst auch etwas zu beißen. Das ist doch ein guter Anfang, oder? Jupp. Aber viel mehr ist es noch nicht. Jedenfalls danke ich dir, mein Freund. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Freiwillige. Viel Glück, Gorn. Wir sehen uns bestimmt wieder. Worauf du dich verlassen kannst. Wer ständig alles rumerzählt, darf sich... Hier, nimm diese 2 Heiltränke. Roland sagte, du könntest welche gebrauchen. Er wird sich sicher nicht etwas dabei gedacht haben. Davon können wir wohl ausgehen. Du hast ihn doch hoffentlich nicht verraten, dass mich die Orks gefangen genommen hatten. Natürlich nicht. Wie geht die Arbeit voran? Die Rebellen tun so viel sie kann. Allerdings wird die Burg noch eine ganze Weile so heruntergekommen aussehen. Der Dämon und die Untoten haben hier wahrlich ganze Arbeit geleistet. Das haben die wirklich. Ach, wo du gerade den Dämon erwähnst. Xardas hat wohl eine Schwäche für den Kampf der Götter. Er hat Gotha vernichten lassen, damit Belia hier einziehen konnte. Seit wann interessierst du dich für Götter, Gorn? Wo hast du das aufgeschnappt? Hier raus. Lies es dir mal durch.
Sardas wollte Innos seinen Schlag verpassen. Sardas ist durch und durch ein Dämonenbeschwörer. Beljas treuster Diener. Zumindest scheint es so. Was meinst du damit? Nichts. Noch nichts. Wie bist du an die Befehlsschrift gekommen? Sie lag in der hinteren Burghälfte. Daneben ein Pfeil. Siehst du das Loch da oben? Ich denke, die Orks haben die Befehle mit einem Bogen in die Burg geschossen. Du meinst als letzte Demütigung vor dem Tod? Jupp, so habe ich mir das gedacht. Das gibt doch nur. Ich weiß echt nicht, was ich von diesen zusätzlichen Dialogen halten soll. Es klingt alles so. Ich weiß nicht, so unglaubwürdig, oder? Ich weiß nicht. Das hätte ich dir vorher gesagt. Okay, aber haben wir das jetzt endlich erledigt und die Sachen habe ich dann jetzt auch abgegeben. Klasse. Jeder hat Probleme, ich auch. Gut. Silden darf ich noch nicht befreien. Da muss ich erstmal in Nordmar Eiswolffälle holen gehen. Wisst ihr, was wir jetzt erstmal machen? Bevor wir jetzt weitere Städte befreien, werde ich erstmal diese Quest hier erledigen. Sibos flauschige Träume und 5 Eiswolffälle bringen. Da kann ich eigentlich von Faring aus nach Nordmar gehen. Und kann das eigentlich mal machen, finde ich. Also, ist eigentlich eine valide Sache und dann, wir müssen jetzt nicht lange in Nordmar bleiben, nur bis ich 5 Eiswölfe getötet habe. Und dann machen wir weiter. Weil in Silden, wenn ich nämlich Silden befreie und der Typ dann da stirbt mit dem perfekten Bauplan für das Schiff, dann wäre die Quest halt abgebrochen und das wäre halt auch schlecht. Ich habe die Locker bekämpft. Diese Viecher sind eine Plage. Nicht so sehr wie Morras. Aber lästig. Gut. Dann gehen wir jetzt wohl dann mal hier und so nach Nordmar. Das hätten wir auch von Silden aus machen können, aber wir können ja dann theoretisch gleich im selben Atemzug die Sachen mit dem Ahnenstein machen. Halt, warte mal. Den müsste ich mir ja vorher nochmal abholen. Das macht sonst keinen Sinn. Den müsste ich mir von dem Jäger nochmal holen. Tom oder Wilson, einer von beiden. Ich bringe den Ahnenstein nach Nordmar. Einverstanden. Hier, pass gut drauf auf. So. Genau. Dann können wir das in einem Aufwasch theoretisch gleich mitmachen. Dann machen wir. Da kann ich in der nächsten Folge direkt diesen neuen Zauber testen. Und gucken, ob der halt gut wirkt. Andererseits könnte ich auch eine ganz versteckte Route nach Nordmar wählen. Ich glaube, das mache ich lieber. Ich gehe nicht den direkten Weg, wo ich dann diesem Krieger da auf dem Weg laufe, sondern ich nehme eine andere versteckte Route über die Brücke quasi da in die Berge hoch. Ich glaube, die mache ich lieber die Route. Da habe ich Bock drauf. Kämpfe mit Ehre. Ja, gegen dein Volk. So. Genau, dafür muss ich hier hoch. Das ist schon ziemlich cool konstruiert hier, diese ganze Befestigungsanlage, muss ich gestehen. Fällt mir. Und wie viele Orks hier einfach Wache stehen. Boah, diese Aussicht ist natürlich phänomenal. Hier muss man sagen. Das ist schon verdammt cool. Okay. Dann haben wir hier diesen geheimen Pfad. Und der führt hoch in die Berge. Und wo der genau hinführt, das werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.